Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht, es liegen wieder Produkte da. Das heißt, es handelt sich um ein Unboxing von der Firma Paint Someway dieses Mal. Ich habe mir ein Bild und zwei Coverminder dieses Mal ausgesucht. Und ich würde sagen, wir packen es gemeinsam aus. Ich bin total gespannt auf das Bild. Ich freue mich total und genau. Als erstes dürfen die Coverminder aus ihrer Packung, würde ich sagen. Und dann widmen wir uns dem Bild. So, die kommen, wie schon öfters gesehen, in so einem kleinen Döschen. Und dieses Mal durfte ein kleiner roter mit. Ich finde die total klasse. Die haben einen super Magneten. Und die sehen einfach so, so niedlich aus mit ihren kleinen Bäckchen drauf. Und ich finde es genial. Die nehmen nicht viel Platz weg und sie sehen einfach toll aus, wenn man dann noch Licht von oben an hat und die dann wirklich so schön glitzern. Ich weiß gar nicht, ob man es im Video so gut sehen kann. Ich finde sie total genial und freue mich, dass jetzt auch ein roter bei mir einziehen durfte. Und auch den haben wir schon gesehen. Diesmal auch in der Box, aber mit einem anderen Verschluss. Genau. Wieder ein kleines Herzchen. Ich finde es total genial. Die Version habe ich jetzt noch nicht. Da gibt es ein paar verschiedene mit verschiedenen Farben. Und jetzt durfte auch die hier mit. So, und jetzt kommen wir zum Hauptstück. Ich bin so gespannt, wie es rauskommt. Ich habe das Bild gesehen. Wenn ihr kennt mich, das Motiv haben wir schon öfters gesehen, den Charakter. Und ich bin gespannt, wie es rauskommt. Ich liebe ihn. Wir sehen den kleinen Stitch. Auch die Größe mit 40 mal 80 in dem Fall. Also dieses lange Format ist absolut wieder meins. Wir haben, ich sehe es gerade, 30 Farben. Wir haben hier die Legende mit 30 Farben. Wenn mich nicht alles täuscht, sind es runde Steine. Wir haben. Diesmal sind es zwei Toolkits. Beide Male mit grünem Schiff, rosa Stift. Einmal ein großes Blättchen und einmal ein kleines Blättchen Wachs. Die kommen bei mir auf die Seite und gehen direkt weiter. Ich meine, ihr wisst selber, bei jedem Bild ist ein Toolkit mit dabei. Irgendwann ist es einfach viel zu viel und der Kindergarten freut sich immer wieder bei uns. Und dann haben wir, jetzt klebt es fest, die Steine. Genau, wie eben schon vermutet, wir haben runde Steine. Und schaut euch mal die Farben an. Das ist ja der Wahnsinn. Die Steine sehen sehr, sehr gut aus. Wir haben Acrylsteine, was bei runden Steinen aber überhaupt gar kein Problem ist. Ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick auch überhaupt keinen Ausschuss. Wir haben viele verschiedene Blautöne. Schon allein hier haben wir sechs Stück. Oder haben wir hier dieselbe Farbe? Ja, das hier ist alles eine Farbe. Und dann haben wir hier noch Weiß, aber auch das Weiß sieht gut aus. Haben hier Fliedertöne, Lilatöne, Rosa und einiges an Gelbtönen drin. Also so von den Steinen bin ich schon mal wirklich begeistert. Und es sieht dann nicht niedlich aus. Ich finde es toll. Ich finde es richtig, richtig cool. Das Motiv hat mir gleich unheimlich gut gefallen. Wir haben gegossenen Kleber. Die Folie ist sehr dünn. Die werde ich austauschen. Die Leinwand glitzert und klebt sehr, sehr gut. Der Druck sieht auch richtig gut aus. Ich nehme euch mal ein Stückchen näher ran. Genau, ihr könnt es ganz gut sehen.
Wir haben die dunklen Symbole auf dem hellen Hintergrund und auch die hellen Symbole auf dem dunklen Hintergrund kann man sehr, sehr gut erkennen. Also ich gehe davon aus, dass man das Bild auch gut ohne Light Pad painten könnte. Weil gerade bei runden Steinen bin ich, was das Painten mit Light Pad angeht, ich kriege schnell Kopfschmerzen. Vielleicht habt ihr da ja einen Tipp. Wie macht ihr das denn bei runden Steinen? Paintet ihr da mit Light Pad oder ohne? Habt ihr da irgendeinen Tipp, wie das funktioniert? Weil ich bekomme mit diesem Zwischenraum, was dann zwischen den Steinen ist und das Licht durchscheint, das macht mich unheimlich verrückt. Also das ist überhaupt nicht meins. Bei eckigen Steinen gar kein Problem. Da haben wir ja diese Zwischenräume nicht. Aber runde Steine, das macht mich verrückt. Einfach verrückt. So, ich nehme euch jetzt einfach mal runter und wir gucken uns das Bild hier im Ganzen an. So, hier haben wir einmal das vollständige Motiv. Und es ist doch wirklich toll. Es ist wirklich, wirklich toll. Es gefällt mir richtig gut. Und ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn die Steine liegen. Dieses freche Grinsen oder in der Mitte mit dem Krönchen, es ist toll. Ich finde es richtig schön. Meine Tochter hat es vorhin, ich habe ihr gezeigt, um was für ein Motiv es sich handelt. Auch die hat direkt Schnappatmung bekommen und hat gesagt, oh, das wird meins. Da habe ich gesagt, nee, nö. Vielleicht ist es ein Projekt, was man dann zusammen macht. Da lasse ich gerne mit mir sprechen. Aber ansonsten, so, wie immer zeige ich euch zum Schluss nochmal, was alles angekommen ist. Diesmal ist es nicht so viel, aber ich finde die Sachen unheimlich toll. Und ich meine, darauf kommt es an. Ich bestelle mir eins, was ich unheimlich schön finde und auch sicher bin, dass es mir gefällt und ich damit glücklich bin. Und das bin ich definitiv, auch mit den kleinen Coverminders. Und ja, ich verlinke euch wie immer den Shop und die Produkte in der Infobox, einfach damit ihr schnelleren Zugriff drauf habt, falls ihr gerne auch mal schauen möchtet. Und bedanke mich bei der Firma Paint Someway für das Vertrauen und wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Vergesst natürlich wie immer nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten. Und macht euch die Welt ein bisschen bunter.